Die Silbernachfrage war im Jahr 2021 stärker als das Angebot. Aber wieso steigt der Silberpreis bei dieser Konstellation nicht stärker an? Vor einigen Tagen wurden interessante Daten zur Silbernachfrage aus dem Jahr 2021 herausgegeben. Wie die Nachfrage im letzten Jahr ausgefallen ist und warum der Silberpreis nicht so richtig ins Laufen kommt, darauf gehe ich in diesem Video ein. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib unbedingt dran. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Im Jahr 2020 sahen wir am Silbermarkt einen Rückgang auf der Nachfrage- und auf der Angebotsseite. Der Ausbruch der Corona-Pandemie führte dazu, dass das globale wirtschaftliche Wachstum eine Vollbremsung hinlegte. Da Silber ein Industriemetall ist, welches industriell stark nachgefragt ist, führte das zu einem Einbruch auf der Nachfrageseite. Auch die Minenproduktion fiel Corona-bedingt stark zurück. Im Jahr 2021 änderte sich das Bild schlagartig. Jeweils Angebot und Nachfrage stiegen stark an. Auffällig war dabei, dass die Nachfrage nach Silber noch stärker anstieg als das Angebot. Die Nachfrage nach Silber stieg dabei um 19,2% innerhalb eines Jahres. Die Nachfrage lag im Jahr 2020 noch bei 879,9 Millionen Unzen. Im Jahr 2021 erhöhte sich die Nachfrage auf 1,049 Milliarden Unzen. Im gleichen Zeitraum sahen wir eine Erhöhung des Angebots um 4,6%. In Zahlen ausgedrückt erhöhte sich das Angebot von 951,8 Millionen Unzen im Jahr 2020 auf 995,6 Millionen Unzen im Jahr 2021. Was aber merkwürdig bei diesen Zahlen erscheint, ist die Performance, die Silber im Jahr 2021 hinlegte. Obwohl die Nachfrage bei Silber stärker ausfiel als das Angebot, sahen wir einen Silberpreis, der im Jahr 2021 auf Dollarbasis ein Minus von 11,5% verbuchte. Silber zum Euro war etwas besser gelaufen, aber unter dem Strich war auch da ein negatives Jahr zu verzeichnen. Im Euro verlor Silber 5,6% an Performance. Das ist schon sehr merkwürdig, wenn man bedenkt, dass in allen Segmenten die Nachfrage angestiegen ist. Besonders stark war die Nachfrage nach Barren und Münzen. Diese stieg zum Vorjahr um 36% an. Das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass immer mehr Anleger das Vertrauen ins Geldsystem verlieren und sich gegen die steigende Inflation absichern wollen. Auch der Bereich Silberwaren und Silberschmuckindustrie wurde stark nachgefragt. Bei Silberwaren war ein Nachfrageanstieg um 31,8% zu verzeichnen. Und in der Silberschmuckindustrie stieg die Nachfrage um 21,1%. Im wichtigen Bereich der Industrienachfrage ging es nicht ganz so stark nach oben wie in den anderen Bereichen. Das lag sicherlich noch an den Auswirkungen von Corona. Aber auch in diesem Segment stieg die Nachfrage um immerhin 9,3%. Auch nennenswert ist der Fotobereich, der zwar seit längerem an Bedeutung verliert, aber auch hier stieg die Nachfrage um 3,2%. Was aber sind die Gründe für diese schwache Performance des Silberpreises trotz steigender Nachfrage in allen wichtigen Bereichen? Zu einem würde ich da die Chart- und die markttechnischen Bedingungen nennen. Wenn man sich anschaut, wie sich der Silberpreis in den letzten Jahren verhalten hat, fällt es erstmal auf, dass wir nach dem Allzeithoch, welches in 2011 entstand und bei knapp 50 US-Dollar liegt, uns lange in einem Abwärtstrend befanden. Dieser fand in 2015 sein Ende. Danach lief es bis zum Corona-Crash in 2020 seitwärts. Im Corona-Crash wurde auch der Silberpreis zunächst mit nach unten gezogen, bevor wir eine starke Rallye sahen. Vom Tief bei 11,63 Dollar je Feinunze stieg der Silberpreis raketenhaft an und zog bis auf das Widerstandslevel bei knapp 30 US-Dollar. Seitdem her befinden wir uns in einer Erholung, welche einen Seitwärtstrend bedeutet. Dieser Seitwärtstrend dauert nun anderthalb Jahre an und verläuft zwischen 21 US-Dollar 50 und 30 US-Dollar. Wenn man ein Fibonacci-Retracement an die Aufwärtsbewegung anlegt, dann sehen wir, dass das Silber noch nicht einmal an die 50% Retracement korrigiert hat. Der zweite Grund, warum Silber nicht so richtig vom Fleck kommt, liegt meiner Meinung nach an Preismanipulationen. Der Silberpreis wird durch sehr große Mengen an Papiersilber künstlich unten gehalten. Die Menge an Silberterminkontrakten übersteigt die Menge des physischen Silbers um ein Vielfaches. Somit wird es großen Marktplayern leicht gemacht, den Silberpreis künstlich unten zu halten. Man kann mit großer Sicherheit sagen, dass der Silberpreis eher an den Terminmärkten gemacht wird, als durch den Handel mit physischem Silber. Wie sonst wäre es zu erklären, dass der Preis bei einer steigenden Nachfrage und einem sinkenden Angebot nicht nach oben geht? In der Vergangenheit wurden bereits Strafzahlungen gegen mehrere Banken erlassen wegen der Preismanipulation des Silberpreises. Über die Preismanipulation am Silbermarkt habe ich bereits ein Video gemacht und verlinke es dir hier oben rechts. Ein weiterer Grund, warum der Silberpreis nicht höher steht, ist der US-Dollar. Der US-Dollar kennt seit dem Mai 2021 nur eine Richtung und zwar nach oben. Und da Silber gegen den Dollar gehandelt wird, ist ein steigender US-Dollar schlecht für den Silberpreis.
Zuletzt hat der Dollar eine steile Aufwärtsbewegung vollzogen und steuert einen markanten Widerstandsbereich bei ca. 103 US-Dollar an. Von da ab könnte es zu Rücksetzern beim Dollarkurs kommen, was den Silberpreis wiederum Auftrieb geben würde. Wenn du dich weiterhin für die Themen Trading, Finanzen und Edelmetalle interessierst, dann schau dir am besten direkt das nächste Video im Trader-Kanal an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, danke fürs Anschauen des Videos, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.